Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Diesmal möchte ich euch gerne mal mitnehmen zu einer kleinen Werksbesichtigung der Kala-Werke in China, in Shantou. Da war ich ja vor ein paar Tagen und habe mir das mal alles angeschaut vor Ort, sowohl die Showrooms als auch die Fabrik an sich. Ja, und es ist durchaus beeindruckend, was ich da gesehen habe. Ich muss euch leider aber vorwarnen, die Tonqualität ist teilweise nicht die allerbeste. Ich habe noch nicht so die Erfahrungen mit Tonaufnahmen im Außeneinsatz. Da habe ich dann ja, den ein oder anderen Anfängerfehler wohl gemacht. Ich habe es versucht, einigermaßen hinzukriegen. Außerdem habe ich die Sachen, die in Englisch gesprochen worden sind, versucht, so grob zu übersetzen. Ich hoffe, es ist soweit alles richtig. Ansonsten würde ich einfach sagen, schnappt euch einen Kaffee, geht mit mir zusammen auf eine nette Werksbesichtigung. Viel Spaß! So, ja, jetzt bin ich hier bei Double Eagle, also bei Kada. Und das wird meine erste Frage gleich sein, wie es jetzt heißt, Kada oder Kapfi, weil da streiten sich ja alle. Von daher werde ich jetzt mal auf die andere Kamera schalten und werde dann mit euch hier durchlaufen und alles angucken. Hier einmal das schicke Logo von Double Eagle und hier haben wir Martin. Hello. Martin ist hier der Ansprechpartner für die europäischen Kunden. Ja, aber ich denke, das werden wir alle verstehen. Kein Problem. First question, Martin. Is it Kada or Kapfi? It is Kada. Actually, Kada. Is Kada. Okay. There's a little bit of confusion about that letter, but it is actually D. Yeah, wonderful. Kada. I was right. Strike. So, show us the new things from Kada. So we have here a few models, which are here, actually you can find them on our Twitter too. So at the moment we have these two new Transformers. Yeah, this is nice. The jet is really nice. So it's 2-in-1. Yeah. What is disassemble and reassemble, not transforming? Well, they can sort of make some basic movements. Just you know, walk forward and backwards. Yeah. And this one here can as well shoot with this plastic bits. So they have two strikes here to like cannons. We're all gonna die. Yeah, so Warren, the plane and the car can drive too, so you can control it. It comes with the radio control actually. And the not BMW, BMW. This is a bit older model. Yeah, okay. Older, but this are the newest one. And the this is 2-in-1 as well. Oh yeah. 2-in-1. Okay. 2-in-1. And yeah, we know this one. Yes. The big red one. Yeah, I love it. Yeah. I love it. I love it. So, und in hier sehen wir dann mal alles, was wir überhaupt hier so von momentan aufgebaut haben. In dem Showroom nebenan haben wir dann alles in den Verkaufsverpackungen. Hier haben wir es dann aufgebaut stehen. Ja, und da wird so manches Modell bei sein, was euch schwer bekannt vorkommt. Ja, was wir auch schon vorgestellt haben. Ja, den hier zum Beispiel haben wir schon mal vorgestellt. Den haben wir vorgestellt. Hier, den haben wir vorgestellt. Und natürlich hier mein Liebling, die BMW oder hier oben den MB21, den MB21. Sehr schön. BM, Entschuldigung. Und hier, das ist ja einer, den möchte ich auch unbedingt noch bauen, den großen Tank von denen. Den finde ich auch klasse. Ja, und hier haben wir dann die Neuheiten mit Verpackung. Ja, und auch von Kada gibt es so kleine Roboter. Und da haben sie auch den Toy Award 2018 in Hongkong auf der Messe mit gewonnen. Ja, und hier sieht man, unser kleiner Transformer kann sich auch bewegen. Wenn er denn will. So, this is the basic movement. Obviously, you can move the arms. Yeah, move joints. Where is the motorbike you sent me? The motorbike, the red one? Actually, it's not here. Okay. Ich habe nämlich von Martin, bevor ich nach China gefahren bin, noch ein Modell zugeschickt gekriegt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es aufzubauen. Das werde ich dann nachholen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Das werde ich mir dann auch vorstellen. Das ist auch eine Neuheit. Steht hier leider gerade nicht. Thorsten. Yep. Please, video for our motorbike ASAP after you come back. Thank you very much. So, it will be done. Ja, und hier haben wir dann übrigens, weil es ja Double Eagle ist ja die Firma, der das Ganze gehört. Und die kommen normalerweise halt aus dem RC-Bereich und das haben wir dann hier jetzt alles. Ja. Und ah ja, das gibt es ja auch noch von Kada.
Von denen gibt es eine, tja, was soll man sagen, aus Techniksteinen oder Technikbricks gebaute Gewehre, die teilweise auch richtig schießen. Also die, wie, ne, man sieht es hier, wie die Nerf-Gewehre schießen können. Ja, und ansonsten haben die halt hier wirklich tolle Baumaschinen, hier große Defender. Und die sind alle mit Lizenz, die Sachen, die die hier haben. Land Rover haben sie eine Lizenz von. Ah, der große Grüne da oben, den finde ich zum Beispiel richtig geil. Dann haben sie hier Crawler und sowas, wie man sie halt auch aus den ganzen Spielzeugläden kennt. Und dann haben wir noch einen von den neuen hier. Und dann, ich sage es jetzt mal einfach so, sieht ein bisschen aus wie eine Bumblebee. Ist natürlich nicht. Der kann richtig laufen und der kann auch schießen. Theoretisch, der Vorführeffekt war ja klar. Jedenfalls könnte er theoretisch hier die hier auslösen. Aber er ist gerade pazifistisch gestimmt, der will gerade nicht. Ist der Beetle der... Yes, this is 2-in-1. Ah, ja. Man one. Kann halt hier dann ganz passend einen Beetle aus ihm bauen. Jetzt darf er nochmal schießen. Und diesmal kann er es, jawoll. Oh, guck mal, Kopf drin kann er auch. Nice. Ja, und hier sind wir jetzt in dem anderen Showroom, wo man sich dann halt zusammensetzt und schaut, was man gerne bestellen möchte als Wiederverkäufer. Und da haben wir dann hier die ganzen Verpackungen stehen von den ganzen Sets, die es halt so gibt. Ah, hier den finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Navy Duty Truck. Wir haben schon ein bisschen was im Angebot. Und wir wissen ja aus den Rezensionen, die ich bis jetzt zu denen gemacht habe, die Qualität von denen ist wirklich sehr gut. Die Steine und der Zusammenhalt und alles. Also das ist schon wirklich auf dänischem Niveau, würde ich mal so sagen. Das Set ist cool hier. Ein kleines Sparschwein. So, jetzt sind wir hier mal an einem ganz besonderen Ort. Und zwar sind wir bei der Fabrik von Kader, Double Eagle. Das ist ein ganzes Stück weit raus. Wir sind jetzt hier fast eine Stunde gefahren. Mit einem echt netten Auto. Also die haben mich hier mit dem Maybach hingebracht. Das macht echt mal Spaß, da hinten drin mitzufahren. Ja, und jetzt werden wir uns mal anschauen, hier, wie hier die Fertigung ist. Und ja, lass uns mal durchführen. Ne? Ja, hier kommen wir jetzt in die Halle rein. Das ist nur eine Halle von vielen. Ja, hier mit Hochregallager fürs Material und alles. Riesig groß. Ja, hier wird reichlich Material gelagert. Und hier wird jetzt wirklich nur für Kader produziert. Ne? Also die anderen Sachen von Double Eagle und so, die haben wir hier in anderen Hallen. Nur ich habe jetzt gerade hier meinen Martin verloren. Mal schauen, wo er ist. Ja, das ist mal groß hier. Oh, und hier ist auch das Klima erheblich angenehmer. Man sieht halt, dass wir nicht hier in der Großstadt sind, sondern draußen auf dem Land. Da ist es nicht ganz so heiß. Und hier diese riesengroßen Ventilatoren, die verteilen die Luft hier. Hier ist es wirklich angenehm und gut auszuhalten. Ja, und da hinten seht ihr auch schon die ganzen modernen Maschinen. So, hier sind wir jetzt in der Halle, wo die ganzen Materialien lagern von Kader. Verpackungsmaterial. Hier haben wir die ganzen Einzelteile, Reifen, verschiedene Bauteile, Felgen. Ja, alles groß. Relativ hell und Hochregallager noch und nöcher. Und hier lagern dann auch die Verpackungsmaterialien, die wir dann hinterher so gerne im Echt haben möchten und nicht in irgendwelchen Plopfolienverpackungen. Von daher ist es schön, wenn das jetzt hier nach und nach alles vernünftig nach Europa kommt. Es ist wirklich groß. Also das ist hier die größte Fabrik, die ich hier bis jetzt gesehen habe. Die haben richtig was vor und die haben noch reichlich Platz hier auf dem Grundstück, um noch weiter auszubauen. Also die können wirklich noch expandieren. Ja, da hinten sieht man auf den Kartons Double Eagle. Weil die stellen ja nicht nur unsere Klemmbausteinsachen her, die stellen auch normale Fernsteuerautos her, hatte ich euch ja gezeigt, auch in den Showrooms. Und was die halt auch herstellen unter Double Eagle sind Airsoft Guns. Ja, das ist in der Fabrik hier auf der anderen Seite von der Straße. So. Martin gibt uns jetzt hier eine kleine Tour, dass wir uns das mal alles nur genau anschauen können und er erklärt uns auch ein bisschen was dazu. Wieder in Englisch, aber ist ja kein Problem. Ich werde dann hinterher einfach einen Untertitel drunter packen und dann läuft das Ganze. Okay, let's start. Guten Tag, guys. So, this is the area you see here. It is an area like so-called packaging area where where they keep all these boxes and so. It's pretty big. We have three buildings here. So we are in this packaging, so-called packaging
packaging warehouse. So it's a building where they pack the sets together and pack them in the cartons to send them. No, they most of them they keep here the cartons and stuff. Packaging is over there. It's more for supplying. Yes. Yeah, okay. And they keep some ready packed stuff over here. Ready to send it over to Europe. Well, maybe Europe, China. actually, being honest, guys, you know that Kata in China is sort of reckoned as a brand already, and it sells very well. And you can find here Kata production in most probably biggest famous shopping malls too. So the business in China is very, very stable. Very stable for Kata. It doesn't surprise me. It's good quality for good price. It's pretty good quality. Ja, hier haben wir mal wirklich eine Menge schöner Sets. Wahrscheinlich kann man hier in jeden Karton reingreifen und jede Menge Bauspaß. Also, ich glaube, da läuft vielen von euch jetzt gerade mal hier schwupps die Wasser im Mund zusammen. Klasse. Da geht schon was, ne? Also nichts mit Hinterhof und so. Das hier ist wirklich hochprofessionell. Was hier produziert wird, das geht mal richtig gut. So, hier sind wir jetzt in der Fertigungs- und Sortierhalle. Und hier auch wieder alles mit Hochregallager. Und es ist alles voll hier mit verschiedenen Materialien zur Fertigung. Alles voll hier. Also das sind schon mal echte Mengen an Teilen, die halt auf Vorrat halten, um dann hier mit der Fertigung schnell voranzukommen. Und man merkt hier wirklich, dass man nicht mehr in Shantou Stadt ist, sondern wirklich weit, weit außerhalb. Weil hier ist die Luft viel angenehmer, hier geht ein schönes Windchen durch, weil halt ist es rundum alles offen, da staut sich die Hitze nicht. Und hier mit den großen Ventilatoren, hier ist echt angenehm auszuhalten. Die letzten Tage in Shantou, da ist man in meinem eigenen Schweiß weggeschwommen. Hier ist wirklich schön. Oh, hier auch wieder jede Menge Sachen, die schon eingelagert sind, schon gepackt, gefüllt, besetzt. Ja, hier werden gerade die Kartons geklebt. Ja, hier wird gepackt. Ja. Ja, und hier sieht man gerade, wie die Sachen gepackt werden. Und hier seht ihr gerade, wie die Pins sortiert und abgezielt werden. Und dann kommen unten hier in die Tüten rein. So, und so sieht das Ganze dann aus, was wir dann hinter unseren Sets drin haben. Und da vorne haben wir wieder die großen Sortierstraßen, alles lasergesteuert, wie wir sie auch von anderen Herstellern schon kennen. Ja, hier wird dann programmiert, diese Teile jeweils sollen. Ja, und dann wird das hier dann absortiert, kommen in die Tüten rein, das gleiche wieder vorne auch. Ja, und die Leute, die hier rumrennen, die sind eigentlich nur dafür da, um Material nachzuschütten, damit die Rennenschrauben immer voll sind, damit das immer nachproduziert und nachgelegt werden kann. So. Also das ist hier wirklich alles super hochprofessionell. Nur halt Pakete packen, das kann der Mensch immer noch am besten. Ah, riesig hier. Und in einer anderen Fabrik haben sie mir halt gesagt, dass diese Maschinen hier halt gut sind für kleinere Teile. Die größeren Teile müssen dann teilweise immer noch per Hand sortiert werden, weil die halt einfach hier, ich sag mal, wenn das so eine 12er Stange oder sowas ist, die passt hier nicht vernünftig rein. Ne? Und deswegen werden die dann halt, ja. Und hier sieht man halt, wo die größeren Tüten gepackt werden, wo viele verschiedene Sachen drin sind. Das wird hinterher in eine Tüte reinkommen. Ja, und es wird alles hier lasermäßig abgezählt. Und so versuchen die halt jetzt immer näher daran zu kommen, keine Fehl- und Falschteile mehr zu haben. Martin hat mir gerade gesagt, hier wo drüben noch per Hand in Kartons verpackt wird, da gibt es mittlerweile Maschinen für. Und die sind auch geplant, das zu erweitern, um halt diese menschliche Arbeit dann mittelfristig auch durch Maschinen erledigen zu lassen. Aber momentan ist es einfach noch schneller und einfacher und günstiger, das über Menschen machen zu lassen. Aber in Zukunft wird das dann auch maschinisiert werden. Kleinen Gang durch den Gang.
und schauen uns hier das mal an, wie es hier schön durchläuft. Ja, und ihr seht, bis zu einer gewissen Länge können die Maschinen das ganz gut. Da läuft das gut durch. Ja, und die Jungs und Mädels, die hier arbeiten, die passen hauptsächlich auf, dass nichts schief geht und legen nach. Ja, man sieht hier gerade, da wird nachgepackt, damit es weitergeht. Ja, und dann geht es hier dann hinterher raus und geht dann hier in die Einfügungsmaschine. Ja, hier kommen die dann in groß raus, die großen Sachen. Ja, und hier wird dann einfach mal nochmal nachgeprüft und geguckt, stichprobenhalber, ob auch alles passt. Ja, nicht, dass da hinterher Teile fehlen und irgendwas in der Produktion falsch läuft. Ja, und hier haben wir sie dann drinnen. Martin hat mir jetzt gerade noch mal erzählt, dass halt ganz, ganz selten Reklamationen kommen hier aufgrund der Praxis, die sie haben, dass Sachen fehlen. Weil die halt hier immer noch mal double-checked werden, um zu gucken, Stichprobe halber, dass das auch alles passt. Und diese Maschinen arbeiten halt sehr, sehr genau. Ja, das wird nach Gewicht noch mal kontrolliert, es wird über diesen Laser kontrolliert und dann wird es halt hinterher noch mal stichprobenhalber kontrolliert, halt um sicherzustellen, dass da kaum irgendwelche Probleme entstehen. Ja, und was ganz witzig ist hier, die haben ja alle passende T-Shirts an, ja, quasi Arbeitskleidung, und mir wurde gerade gesagt, warum ich nicht auch so ein T-Shirt an hätte. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja jetzt abstauben. Schauen wir mal. Ja, und hier sehen wir jetzt, wie das Ganze gepackt wird. Wir haben hier erst die Boxen, die noch leer sind. Ja, die werden hier aufs Fließband gelegt und dann schmeißt hier jeder nach seiner Aufgabe halt rein, was als nächstes reinzupacken ist. Ja, hier wird gerade irgendwie ein Revolver verpackt. Den kenne ich noch gar nicht. Sieht interessant aus. Ja, und jeder packt hier sein Tütchen halt rein. Und so wird sichergestellt hier nochmal in der Gewichtskontrolle, dass das auch passt. Dass nicht ein Tütchen vergessen worden ist. Ja, dann wird es hier zugeklebt. Und dann kommt es in die Kartons rein. Ja, und dann geht es halt in die Geschäfte. Ja, und auf der Seite hier, da sehen wir jetzt gerade, wie die technischen Teile zusammengebaut werden. Sprich die Motoren, die Fernbedienung, die Akkuboxen. Das wird alles hier in diesem Bereich gemacht. So, dass hinterher die Kader-Autos auch wirklich fahren. Ja, das ist wirklich noch Handarbeit. Weil das kriegt einfach ein Mensch noch nicht so, eine Maschine noch nicht so gut hin, wie das jetzt hier die Menschen können. Vor allem nicht für den Preis. Ja, Martin hat mir gerade erzählt, hier hinter den Ventilatoren, man kann da jetzt, glaube ich, mit der Videokamera nicht durchgucken, weil es draußen zu hell ist. Aber da sieht man, da ist eine Baustelle. Ah ja, there's a window. Okay. Und da wird gerade noch eine neue Halle gebaut, weil die halt expandieren wollen. Ja, ja, hier kann man sehen. Ja, da kommt gerade noch eine große Halle hin, weil die einfach so eine gute Auftragslage haben und das Ganze so gut läuft hier, dass die einfach noch mehr Platz brauchen. Also die gehen mir gerade richtig Vollgas. Ja, und hier haben wir Qualitätskontrolle, nachdem hier die zusammengebaut worden sind. Das sind ja die, zum Beispiel bei dem Defender drin sind. Diese kompletten Boxen, ja, die werden hier zusammengeschraubt an dieser Line und dann werden sie hinterher einmal ausgetestet, ob sie auch wirklich funktionieren, bevor sie eingepackt werden. Ja, also Quality Control läuft. Ja, und hier haben wir so einen kleinen Hinterglas-Showroom hier in der Fabrik, wo man sich einmal alles angucken kann, was die hier bauen. Und das ist halt, um auch mal zu gucken, ob das so alles richtig ist und teilweise dann auch, um auf Verbesserungsvorschläge einzugehen. Ja, und Martin sagte, wir treffen uns die Tage nochmal und dann soll ich nochmal meinen Vorschlag mit den schwarzen Pinnen anstatt blaue Pins hier einbringen. Weil die sind schon offen für solche Sachen. Die machen sich halt nur selber jetzt nicht so den Kopf darüber, weil es läuft ja auch so. Aber wenn man denen halt einen Vorschlag gibt, dann nehmen die sich den schon an. Ob sie dann hinterher umsetzen, ist eine andere Geschichte, aber sie hören sich das an und denken drüber nach und gucken dann, ob es sich verwirklichen lässt oder nicht. Kommen wir jetzt in den Bereich, wo halt die Steine gemacht werden, ne? Die Injection Mold Machines stehen. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch das alles zeigen kann. Ich hebe euch mal ein bisschen hoch, kleinen Moment. Das ist riesig, also wirklich riesig. Das ist die größte Fabrik, die ich bis jetzt hier überhaupt gesehen habe. Und auch hier bewegt sich die ganze Zeit die Luft. Ihr seht da im Hintergrund die großen Ventilatoren, die laufen.
hier die Tor, das Tor ist offen, hier ist die ganze Zeit schön Durchzug. Also das ist wirklich angenehm auszuhalten und hier riecht nichts unangenehm oder chemisch. Gar nichts. Also das hier ist ein bisschen laut, das ist alles. Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Ich bin sehr positiv überrascht hier. Sehr positiv. Ist schon beeindruckend, oder? Und alles schön hoch und hell und groß. Ja, und hier sehen wir wieder hier unsere Spitzform. Und die sind hier in China erheblich günstiger als in Europa. In Europa kostet so eine Form 10.000. Hier werden die für 1.500 sowas hergestellt. Die können natürlich da viel schneller reagieren bei den Herstellungskosten hier. Mag sein, dass die da nicht so lange halten, aber wenn sie nur halb so lange halten, bei dem Preisunterschied ist das auch egal. Und hier seht ihr, was dann alles Schönes dabei rauskommt. Das ist das, was überbleibt. Hier sieht man, was drin passiert. Und hier, da ist das Werkzeug, wo es halt reingespritzt wird. Und jetzt geht es auf. Ja. Unten fallen die Zahnräder raus. Und das, was überbleibt, das schubt er hier auf den Müllhaufen. Ja, und schon wird das nächste eingespritzt. Das geht wirklich fix hier. So. Ja, und so geht das hier den ganzen Tag lang. Wobei, den ganzen Tag ist relativ. Die fangen morgens um 8 Uhr hier an und irgendwas um 17.30 Uhr ist hier Feierabend. Wir haben auch eine Stunde Pause zwischendurch. Also das sind wirklich Arbeitsbedingungen, die sind eigentlich völlig in Ordnung. Und dadurch, dass die hier wirklich auf dem totalen Land sind, die kriegen Essen und Unterkunft für free. Ja, das heißt, die Kohle, die die hier verdienen, auch wenn das jetzt nicht so viel ist wie bei uns in Europa, das sparen die halt direkt und das geht dann an die Familien auf dem Land. Ja, hier steht jetzt halt so, was heute im Laufe der letzten paar Stunden produziert worden ist. Und das geht dann von hier gleich rüber in die Halle, wo wir es eben gesehen haben, wo das Ganze gepackt wird. Ja, das wird dann hier auf Ameisen gepackt, man sieht es da vorne. Und dann wird es rübergefahren, das sind dann hier 50 Meter von hier, 60 Meter von hier. Und dann wird das Ganze dann gepackt. Ja, und hier lagern die ihr ganzes ABS-Granulat. Ja, und ihr seht hier die ganzen Sachen, die über sind. Die kommen in so einen Schredder und werden wieder zu Granulat gemacht und werden dann wiederverwendet. Das heißt, hier verkommt nichts. Ja, das wird alles wieder recycelt und dann nochmal benutzt. Ist auch kein Problem bei ABS, das kann das Kunststoff ab. Ah, hier oben sieht man übrigens hier so Krananlagen. Die laufen hier über die komplette Halle. Damit werden die Werkzeuge, weil die wiegen richtig was, werden die in Maschinen eingesetzt, hier über diese Kräne. Ne? Die werden dann hier an die Seilwinden gepackt und dann fahren die rüber und setzen die ein. Und genauso werden sie auch wieder rausgeholt, weil die kriegst du so mit Muskelkraft da gar nicht rausgehoben. Ja, ihr Lieben, das war's dann mit der Werksbesichtigung bei Kada. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, den einen oder anderen brennt so ein bisschen die Frage auf der Seele, was verdient denn so ein Fabrikarbeiter da in China? Das sind doch bestimmt Hungerlöhne. Nee, ist nicht wirklich ein Hungerlohn. Also, ich sag mal, so ein durchschnittlicher Fabrikarbeiter bekommt ungefähr 4.500 RMB. Das sind ungefähr 570 Euro im Monat. Wenn man dann berücksichtigt, dass die da für umsonst wohnen können, sicherlich ist das keine Luxuswohnung, aber sie sind da halt vernünftig untergebracht. Ich sag mal, schlimmer als wir damals bei der Bundeswehr ist es auch nicht. Und sie kriegen da Essen in der Kantine, was auch mit im Lohn drin ist. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Und die Lebenshaltungskosten sind in China erheblich geringer. Und das stellt sich wohl so dar, dass die meisten, die da arbeiten, halt das Geld an die Familien im Hinterland schicken. Und die mit diesem Geld dann da vor Ort auch das Hinterland modernisieren. Also da werden die Häuser modernisiert, gebaut, da werden technische Sachen durchgekauft, Fernseher, Computer, da werden Heizungen in die Häuser eingebaut. Also dadurch, dass die Leute da in den Fabriken arbeiten und da Geld verdienen, können die halt im Hinterland ihr Land auch modernisieren und auch durchaus umweltfreundlicher modernisieren. Also ich habe da sehr viel Elektromobilität gesehen,
Das wird auch sehr stark gefördert da in China. Und auch die Umweltschutzauflagen und die Umweltschutzgesetze sind sehr, sehr, sehr hoch in China. Das Problem ist nur, die haben da mit starker Korruption zu kämpfen. Und da wird nicht jedes Gesetz so gut durchgesetzt, wie es eigentlich sollte. Ja, aber im Großen und Ganzen sind die auf einem sehr guten Weg, was ich da so gesehen habe. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze seht. Also ich habe da eigentlich nichts gefunden, was ich wirklich bedenklich fand. Ja, das war es dann hier von meiner Stelle. Ich hoffe, es war interessant für euch und vielleicht auch ein bisschen lehrreich. Und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!